Name ist Ralf Frenzel. Ich freue mich heute, Sie wieder begrüßen zu dürfen hier im Dreh-Toppe Verlag in unserer Versuchsküche und bereite was für den schönen Veggie-Tag vor, den wir hier eingerufen haben, für jeden Donnerstag und möchte noch mal etwas ganz Wichtiges loswerden zum Thema gewisser Fragen, die ich immer bekomme. Lustigerweise ist das Verständnis mit der Frage des Drehverschlusses. Ob denn im Drehverschluss genauso gute Weine sind wie die Weine von Korken? Ich kann Ihnen sagen, erstmal ja. Der Drehverschluss ist gekommen durch eine große Frage wegen Kork, weil mal vor 10, 12 Jahren das Thema Kork sehr sensitiv war, weil da gab es eine kleine Krise in Portugal und anderen Gebieten, wo die Korken nicht so gut waren. Das hat sich aber mittlerweile komplett hervorragend gelöst. Und viele sind dann hingegangen, weil es einfach im Einstiegsbereich easy ist, sowas zu machen. Und ich kann eigentlich sagen, habe damit kein Problem. Aber unter uns, ehrlich, ist natürlich immer schöner, wenn ich das berühmte Blub höre, weil dieser Korkenblub ist natürlich nochmal eine Sinnlichkeit, wenn man ihn auszieht. Dazu kommt natürlich was ganz Wichtiges, was natürlich mit dem Drehverschluss ist, man hatte eigentlich schon 1962, 63 die erste Versuche gemacht, witzigerweise eine Firma, die damals Goldener Oktober war, es gehörte damals der Nestle, die haben damals Kronkorken verwendet. Und der ehemalige Weingutsverwalter von Schloss Johannesberg, der Herr Wolfgang Schleicher, hat mir mal in den 80er Jahren gesagt, hätten damals sie das besser in höherem wertigen Wein probiert, dass das praktisch die Qualität von oben nach unten gegangen wäre. Man hätte mit dem Eiswein mit dem Kronkork angefangen, hätte sich der Kronkork mehr durchgesetzt, weil unter uns der Kronkork wirklich einer der besten Verschlüsse ist. Das darf man gar nicht wegdiskutieren. Und ich erwähne das mit dem Goldenen Oktober nur deshalb, weil da das Weingut wieder Sachsen dazugehört hat. Und das ist das Weingut, was Prinz Salm hier vor einigen Jahren gekauft hat. Und übrigens war das ein Weingut, was Anteile von der Frau Hannelore Kohl war, die damals mit der Familie Berger das verkauft hat. Also nochmal, überhaupt kein Problem, Weine mit Schraubverschluss. An dieser Stelle erstmal zum Wohl. So, die andere Frage war, weil wir gestern ja Tomaten, Auberginen, Curry gemacht haben, ob man statt Auberginen was anders nehmen kann. Ich kann Ihnen nochmal sagen, ja klar, Sie können auch gerne Zucchini nehmen oder andere Dinge, die Sie einfach gemüsemäßig dafür auswählen. Aber ich finde Auberginen besonders gutes, tolles Gemüse. Zum Beispiel fällt mir immer ein, dass man Auberginen, wenn man sie brät, ein sehr schönes Gericht auch mit Lammfilets machen kann oder Lammrücken. Sie braten den Lammrücken kurz an, ganz scharf und heiß, nehmen den Rücken raus, nehmen die Auberginen, legen in die Pfanne, packen sie aus, rollen das Filet ein, setzen es in eine Kokotte und tun dann drüber ein bisschen Joghurt ziehen lassen, tun das in den Ofen schieben bei 140 Grad, 8 Minuten und setzen dann, wenn es rauskommt, den kalten Joghurt nochmal drüber. Und dann essen Sie den Mann. Und diese Schlossigkeit, dieses Tolle, hat mir zum Beispiel die türkische Küche beigebracht, weil es nämlich ein Gericht ist, wo ich da kennengelernt habe. Aber kommen wir jetzt hierher zu dem Thema asiatische Pfanne. Hier habe ich eine Pfanne vorbereitet. Sie wissen ja, dass ich das wieder aus unserem Buch 365 Rezepte für jeden Tag habe. Wir werden das natürlich alles nachlesen dürfen und möchte natürlich nicht vergessen, auch nochmal zwei Bücher zu erwähnen. Das eine ist ein Buch, was ich sehr gerne mache mit dem blinden Salih Kawade, der auch diesen tollen Film gemacht hat. Und mit dem habe ich ein Buch gemacht zum Thema Foodtrip, so diese asiatische Sehnsucht in die Ferne. Und er macht das durch Europa, durch Berlin, Amsterdam, London und Paris, wo er seine Lieblingsrezepte zeigt. Und es ist ein ganz toller Typ, der sehr erfolgreich ist und in der Performance ein wunderbar charmanter, wirklich Zeitgenosse ist. Und ich finde es schade, dass ich nicht mehr mit ihm machen konnte bis jetzt. Aber er ist wirklich ein großartiger Koch und schafft dieses Thema sehr gut nach vorne zu bringen, um einfach eine Lust zu gutem Essen zu machen. Und das andere ist, am letzten, dann ist auch praktisch die Verkaufsgeschichte jetzt vorbei, ist natürlich, wenn Sie das Thema Wein, und das war die Frage mit dem Einstieg, gerne wirklich mal besser wissen wollen, weil man hat mich wieder gefragt, was man eigentlich jetzt lesen sollte, wenn man Weineinsteiger ist. Ich sage, der erste Teil von Frenzels Weinschule ist hervorragend für Einsteiger. Es gibt auch einen Teil 2, der ist vielleicht der Fortgeschrittene. Es kommt auch den dritten Teil für Profis. Also freue ich mich drauf. So, jetzt ist die Pfanne heiß genug. Man merkt, dass die Hand wärm ist. Sie merken, wenn ich einige Zentimeter über die Pfanne die Hitze spüle, ist es ausreichend. Ich nehme Öl. Gieße das ein, schaue, dass das sehr stark ist, nehme die vorbereiteten Zwiebeln,
spritze die an. Gebe jetzt schon etwas Pfeffer, Salz dazu. Gebe die wunderschön geschnittenen Karotten, man nennt das jetzt geschnittenen Stäbchen oder Julienne, kommt aus dem französischen Küchenbereich, Küchensprache, gebe die an. So. Gebe hier etwas Zucker dazu, nur etwas leicht, weil ich die Zucker und Karotten sehr mag und daraus eine leichte Süßlichkeit habe. Packe dann natürlich auch etwas Paprika, grüner Paprika, den ich ganz bewusst wegen der Süße und jetzt die Bitternis des Paprikas, die ich sehr schätze. Viele finden ja grüne Paprika nicht so aromatisch. Ich kann nur oft genug sagen, ich mag diesen Geschmack besonders gerne, vor allem weil er natürlich oft auch wieder mit Wein assoziiert wird, wie zum Beispiel bei Sauvignon Blanc oder bei dem Rotwein Cabernet Sauvignon. Jetzt schütze ich das an. Gebe dann die vorbereiteten Zucchini dazu. Ich gehe jetzt hin, würze nochmal etwas Salz, nochmal etwas Pfeffer. Schwenke das so, wie ich das in meiner Lehre geübt und auch ganz gut hingekommen habe. Jetzt genau diese, sehen Sie die Glanzigkeit, dieses Gläsern wird jetzt schwitzt. Gebe jetzt die Champignons zu. Achten natürlich immer, dass alles sauber ist hier. So, und dann geht das jetzt ganz schnell gleich, weil ich natürlich jetzt hier so etwas freier mache, weil ich gebe nämlich jetzt etwas Sojasauce zu zum Ablöschen. Ich lasse das alles so versöhnen. Die Pilze habe ich nicht mehr gewürzt, weil die Pilze durch die Sojasauce den starken Aroma aufnehmen. Gebe hier, schaue, dass ich das ganz geschickt umdrehe, dass es richtig am Kochen ist. Dass es richtig aufkocht, so muss es sein. So sieht es auch toll aus und schmeckt auch. Riecht schon. Wenn ich sage, schmeckt, dann ist es einfach so, dass ich das schon rieche, wie es gleich sein werde. So. Jetzt kommen natürlich noch ein paar Sachen dazu, die ganz wichtig sind, um das zu finden. Sesam, den ich sehr liebe. Übrigens ist auch ein Produkt, was meine Frau sehr häufig verwendet. Auch bei Salaten oder bei anderen Gerichten. Dann was ganz Wichtiges, Sake, das Reiswein. Der besagte berühmte Reiswein, den ich auch ausschließlich in einer gewissen Menge hinzugeben will. Es gibt dem Ganzen eine spezielle Note. Haben Sie keine Angst. An dieser Stelle, der Alkohol verkocht nach einer gewissen Zeit, so dass auch Kinder ganz normal das mitessen können. Die Diskussion habe ich immer oft bei der Bolognese, weil ich sehr gerne Rotwein, den ich noch übrig habe, gerne dazu schütte. Dann kommt immer die Diskussion, nachher sind auch vielleicht Kinder dabei. Sag ich, wenn das verkocht wird, ich bitte Sie, in südländischen Gebieten wie Italien, Spanien, wird sich kein Mensch darüber Gedanken machen. Und dann dürfen wir auch nicht zu pinig sein, meiner Meinung nach an der Stelle, weil verkochter Alkohol schadet wirklich nicht. So, jetzt riecht das schon ganz fantastisch. Lass das einkochen. Mein Gott, super. Nehme natürlich etwas Honig dazu. Das gibt die wunderbare ergänzende Süße. Das ist nämlich das Spiel, was ganz wichtig ist, was die meisten auch wieder verstehen müssen, ist diese Zusammenstellung von Bitternis und Süße und von Sauer und von Aromen. Und das gibt die gesamte Kombination des Ganzen. Wenn man das versteht einzusetzen, dann versteht man auch, wie genial
so in die Küche sein kann, weil es ist immer wichtig, dass es rund schmeckt, dass es aromatisch und dass es einfach gut ist. Und jetzt werden Sie sich natürlich wundern, weil ich natürlich etwas frische Zitrone dazu geben werde, um noch etwas von der Säure dazu zu geben. So, Zitronensaft und eine halbe Zitrone. Wunderbar. Lass das jetzt schön einkochen. Probieren wir das eine oder andere. Pass auf, dass es natürlich nicht so heiß ist. Perfekt. Ich salze nochmal. Nochmal Pfeffer. Gebe noch etwas Honig dazu, weil es mir noch ein bisschen bekannter schmeckt. Muss natürlich aufpassen, dass die Aromen sich jetzt stark entfalten. Und jetzt sind wir schon wirklich fertig. Und dann gehe ich hin, mache ein wunderschönes Gericht daraus, habe den Reis wieder vorher gekocht, ist lauwarm, wunderbar. Gebe den Reis hier rein und gebe dann die Gemüsereisfarbe asiatisch dazu. Schalte aus, damit das praktisch hier alles sauber ist und nicht verbrennt. Und kann nur sagen, guten Appetit und viel Spaß beim Nachkochen. Also, Sie müssen unbedingt mal Sage probieren. Die meisten kennen Sage ja nur warm, was bestimmt toll ist, wenn man ihn probiert beim Asiaten. Aber versuchen Sie mal auch kalt zu bestellen und dazu in so einer kleinen Holzschale, wenn Sie die haben, ein bisschen Salz drauf zu legen und darüber zu trinken. Das ist super aromatisch und eine ganz große Delikatesse und gehört zu den großen Spezialitäten, die wir aus Japan haben.